Hallo Freunde der Spielkultur und willkommen zurück bei Prison Architect, wo ich gerade einen Fehler vom Gefängnis sehe, und zwar, dass gerade alle mit Hochsecurity hier oben duschen gegangen sind, alle in diese kleine Dusche rein. Das ist natürlich eigentlich nicht so gedacht. Deshalb werde ich mal... Ja, das ist natürlich ein Problem, obwohl, nein, ich habe ja gar keine niedrige Security. Keine, ja, wie heißt es? Ja, niedrige Sicherungsstufe mehr. Dann kann ich die hohe Sicherheitsstufe hier einsetzen. So, das ist eine geteilte Zone. Genauso wie der Hof geteilt ist. Die Werkstätten bleiben geteilt. Obwohl ich bei Werkstatt auch sagen würde, wir könnten eigentlich eine Werkstatt für Hochsicherheit benutzen und eine Werkstatt für niedrige Sicherheit. Aber ich weiß nicht, ob das so gut funktionieren würde letztendlich. Kantine bleibt für alle offen. Personalraum ist eh nur für Personal. Küche bleibt auch für alle. Dann können wir hier oben den Sicherheitsraum auch für nur Personal machen. Kriegen gerade unsere Kohle. Und warum schlafen hier in der Übergangszelle Gefangene? Ich glaube, ich weiß warum. Ach, die Hochsecurity... Oh, oh. Ich muss einen Bereich hier freimachen für hohe Sicherheitsstufe. Müssen die sich leider verziehen. Ich habe auch kaum noch. Ich habe 72 hoch, 46 niedrig. 20 passen in so eine Zelle rein. Ja, 20. Also hab viel zu viele. I. Der hohen Security. Jetzt sehen wir. So. So ist richtig. Jetzt machen wir eine Durchsuchung in der Nacht. Weil wir müssen echt mal schauen, dass wir die Tools und Waffen rauskriegen. So, Finanzen 16.000 im Plus. Ja, lassen wir mal das hohe... Also Schwerverbrecher reinkommen. Also ich sag jetzt... mittlere Verbrecher wäre falsch. Das wäre Normalverbrecher, würde ich sagen. Aber was ist schon normal? Und wo sind meine Wachen hier? Ach so, die durchsuchen jetzt gerade mit. Und ich finde nur Löffel. Neun Gefangene sind mental unterdrückt. Ja, hätte ich mein Gefängnis vorhin mal verkauft, aber wir versuchen mal einfach jetzt nochmal ein paar Stunden hier durchzuziehen. Stunden ohne Zwischenfall, das war noch eine Hausnummer. Jetzt ist das alles hier Mumpitz. Wenigstens konnte ich jetzt die hier aus der Übergangszelle mal verfrachten. Stahlplatten, will hier keiner mehr arbeiten? Oder werden die noch geliefert in der Nacht? Komischerweise wieder alles durchsucht, aber ich finde die Waffen nicht. Irgendwo werden noch Waffen versteckt hier, aber ich weiß nicht wo.
Mein Umsatz ist gerade auch wieder gefallen. Und es wird Zeit einfach, dass es morgens wird. Alle sind irgendwo erschöpft und müde. Die Köche sind schon dran zu arbeiten. Wie sie losflitzen. Da müssen die irgendwann mal nochmal beschränken. Das Zoom-Level. Ich finde nämlich, wenn man ganz nah ran ist, ist das nicht vorteilhaft. Ich würde sagen, das wäre so das optimale Zoom-Level, damit halt nichts verpixelt aussieht. Was für einen Platz kann der hier gerade eigentlich nicht durchsuchen? Ach, da vorne. Und jetzt? Kommt jemand anders? Der ihn auch in der Tür festhängt. Am besten wäre die Waffe wär da drin gewesen. Das Klo, was nie erreicht werden konnte. Arbeiterhund. Was für ein Raum? Ach, wisst ihr was? Wir machen jetzt einfach mal die Exekutionszelle. Vielleicht hat sie doch eine Funktion. Aber ich glaube, hat sie einfach im Moment nicht. Wir bauen die auch ganz schön. Also sogar mit kleiner Zelle für die Wache. So. Machen wir hier vorne mal eine Gefängnistür rein. Warten, was die Bauarbeiter kommen. ...80% damaged? Die Kleidung? Unglaublich. Lustig ist, der ist hohl... Also das ist rot. Nicht, weil die Gefangenenuniform... von einem ist, der eine rote Uniform anhat, sondern weil die beschädigt ist. Denn alle anderen bekommen hier orangene Gefängnisuniform, egal welcher Sicherheitsstufe sie angehören. Das ist auch Logik. Diese muss man zwar erstmal verstehen, aber es geht. 75 Gefangene haben ernsthafte Beschwerden. Da gucken wir direkt mal rein. Das ist nämlich das Bedürfnis nach Hygiene. Der hoffentlich alle auch nachgehen können mal. Ein paar finden nicht gut, sich zu waschen. Aber generell geht es denen sofort gut. Deshalb verstehe ich nicht, warum die sich hier so aufmischen manchmal. Gut. So, dann bauen wir mal eine Ziegelmauer. Du. Machen wir hier eine große Gefängnistür. Wir machen es jetzt wirklich so, als wenn es wirklich eine Funktion hätte. Wie ich mir das vorstelle, wie so eine Zelle aussehen müsste, wo gleich einer hingerichtet wird.
Na? Ja, ich weiß, hier ist keine Wache. Den können wir auch aufmachen. Da machen wir keine Gefängnistür hin, sondern eine schwere Sicherheitstür. Dann brauchen wir auf jeden Fall noch Strom in dem Ding. Vor allem gleich noch für den elektrischen Stuhl. Oh, ich kann ihn noch nicht mal drehen bis jetzt. An welcher Leitung hängen wir denn? Gut, an dem Generator von hier unten. Machen wir das so. Betonfliesen. Was ist immer euer Problem? Na? Komm, ich will es eigentlich nur aufmachen für dich. Fängestufe ist immer noch sehr niedrig. Vielleicht können die mal ein bisschen arbeiten gehen. So, es wird der Stuhl des Todes aufgebaut. Es fehlt leider noch der Strom. So, die Herrschaften dürfen auf Keramikboden sitzen. Alles mit großem Stil. Dann gibt es hier noch Fensterchen. Davor setzen wir auch noch eine Bank, damit die Wache sich auch noch irgendwo hinsetzen kann. Dann gibt es noch Erfrischungsgetränke für die, die sich das Spektakel ansehen. Na? Schicken wir mal einen dahin fürs Patrouillieren in dem Gebäude. Damit wir wenigstens sehen, was hier ab und an los ist. So, elektrischer Stuhl ist auch drin. Wo ich sagen muss, der Boden gefällt mir gar nicht. Ach, da ist wahrscheinlich nur Outdoor. Dann nehmen wir lieber... Moment. Nehmen wir lieber den Holzboden für draußen. Das sieht einfach schöner aus. So, und jetzt... Kann man sehen, wie viel Strom der verbraucht? Einiges. Für so einen Stuhl, der keine Funktion hat. Das ist echt eine ganze Menge. Ja, morgen gibt es mal ein paar mehr Gefangene wieder. Na komm, mach den Raum fertig. Gut. Sehr schön. Ja, so stelle ich mir eigentlich auch wirklich so einen Exekutionsraum vor.
Die Leute können an den Stühlen Platz nehmen, können dann durch Fenster gucken. Normalerweise würde ich lieber eine Glasscheibe machen. Vor allem so eine, die mit elektrischem Strom sich entweder sichtbar macht oder unsichtbar. Ich weiß nicht, ob das schon mal jemand gesehen hat. Dann drückst du auf den Knopf, dann wird Strom geleitet durch eine Folie, die auf der Platte ist. Und dann werden irgendwie Elektronen, die in diesem Glas verarbeitet sind, wie auch immer, werden dann bewegen sich dann, beziehungsweise gehen in eine andere Position. Man kann durch das Glas nicht mehr durchgucken. Das wäre eine geile Glasscheibe für da. So kann man nämlich im richtigen Moment das dann aufklappen, macht's Klick, dann kann man den Gefangenen sehen und halt sehen, wie der geröstet wird und danach macht man wieder weg und die Herrschaften können wieder gehen, während halt die Putzkräfte kommen und da aufräumen. Sehr schön. Vor allem gehen die hier raus, gehen hier oben lang, während die Leiche von dem Gefangenen auch hier lang geht und hier oben dann in die Leichenhalle gelegt wird. Also gleicher Weg, die können noch sehen, dass er wirklich tot ist. Jeder darf ihn auch mal anfassen, auch die Kleinsten. Das passt schon. Kaum einer hat Hunger. Ich verstehe gar nicht, wie die so viel schmuggeln können noch. Einzige, was ich machen könnte, wäre noch mehr, noch mehr, wie heißt, hier Scanner zu machen. Scanner ist das falsche Wort. Oh, Metalldetektoren. Das war das Wort, was ich gesucht habe. Und zwar auch in den Zellbereichen. Aber, was bringt mir das gerade? Nichts. Vor allem, dass deren Bedürfnisse eigentlich schon wieder in Ordnung sind. Jetzt haben die ein bisschen Freizeit. Freie Polizisten haben wir, beziehungsweise Wachen. Durchsuchen wir direkt nochmal. Vor allem, dass hier eine Bohrer gefunden wurde zwischendurch. Verwundert mich jetzt auch wieder. Ach, sie finden direkt hier Löffel, Löffel, Löffel. Was ich so überhaupt nicht checke, ey. Die gehen hier durch. Oh, unglaublich. Schmuggel, Gefahren. Letzte 24 Stunden. Löffel, Löffel, Löffel. Dann wurde hier ein Feuerzeug gefunden, was von irgendwo kam. Drogen. Wollte er hier noch rausschmuggeln und wurde direkt geschnappt dabei. Löffel, Löffel, Löffel. Gefängnisschlüssel. Noch mehr Löffel. Eine ganze Löffelarmee. Da oben haben wir eine Gabel, also eine gefährliche Waffe. Eine Bohrmaschine. Noch mehr Löffel. Das ist so geil. Stolen detected. Und der ist vorher durch einen Metalldetektor schon gekommen. Das sind Sachen, die ich nicht verstehen kann. Komm, holen wir noch zwei mehr. Dann läuft das schon. Vor allem finden die alle nix. Räume, Einrichtungen. Ich bin hier komplett aufgeschmissen gerade immer wieder, wegen dem dämlichen deutschen Modpack. Nein, Besucherzimmer, nur Personal wäre doof. Aber ich weiß nicht, wo die immer den ganzen Müll herkriegen. Wenn ich letztendlich die hier nirgendwo reinlasse. Hinrichtung, da darf jeder rein. Warum gilt das jetzt als drei Räume hier? Das habe ich hier doch auch nicht. Nur weil ich Türen setze bei den Zellen. Ach, wisst ihr, was ich vergessen habe hier bei Hinrichtung? Die Zelle, die da drunter gehört. Schön, sind immer noch drei Räume. Ach, ist auch egal. Wir haben definitiv
Ah, wir haben die Drogen gefunden, wir haben die Luxusgüter alle gefunden, Waffen natürlich wieder nicht, Tools werden wahrscheinlich noch irgendwo 80.000 Löffel unterwegs sein. So, das ist alles, was wir jemals gefunden haben. Lustig, dass links in den beiden Zellenblöcken kaum was ist, genauso wie unten bei den Schwerverbrechern. Wahrscheinlich aus der, aus einer anderen Zeit, aus einer besseren Zeit. So, es gibt wieder ein paar Plätze, die nicht durchsucht kriegen. Wahrscheinlich ist das wieder irgendwo ein Klo, wo keiner die Hand reinstecken will. Ach, doch, es hat funktioniert. Ja, wir sind am Ende unserer Zeit wieder und werden dann beim nächsten Mal, sehr wahrscheinlich einfach ein neues Gefängnis anfangen. Nachdem ich das hier ein bisschen habe laufen lassen, wo dann erstmal nichts passiert, damit wir ein bisschen mehr Bonus kriegen ohne Vorfälle. Und da ein bisschen mehr Kohle rauskriegen beim Verkauf, um ein neues Gefängnis dann zu starten, was wir dann besser nach unseren Wünschen von Anfang an kreieren können, weil mit dem Geld, was ich dadurch rauskriege, da kann man schon einiges mitmachen. Na gut, ich sag mal bis zum nächsten Mal, euer Doc, bis dann, ciao.